Die CSU kommen danach auf 33,5%. Die SPD erreicht nur noch 23,3%. Die FDP 14,6%. Die Linke legt auch zu auf 12,9%. Die Grünen 10,2% und alle anderen zusammen bei 5,5%. Schauen wir uns das in Gewinnen und Verlusten an, denn das ist sehr spannend. Da geht's los. Die Union verliert leicht. Die SPD verliert sehr stark. Es sind die größten Verluste jemals für eine Partei bei Bundestagswahlen. Fast 11 Prozentpunkte runter. Die FDP legt stark zu, die Linken auch, die Grünen ebenso. Das sind die Gewinne und Verluste. Und jetzt schauen wir uns noch mal die Sitzverteilung im neuen Deutschen Bundestag an nach dieser ersten ZDF-Hochrechnung. Insgesamt 616 Sitze. Sie sehen schon, da sind jede Menge Überhangmandate mit dabei. CDU, CSU 228, die FDP 92, die SPD kommt auf 149 Sitze, die Linke bekommt 82 und die Grünen 65. Und damit reicht es für eine von Angela Merkel angestrebte Koalition aus CDU, CSU und FDP, und zwar mit einer ziemlich komfortablen Mehrheit und auch einer Mehrheit ohne Überhangmandate. Zum Schluss noch kurz was zur Wahlbeteiligung. Die ist dramatisch nach unten gegangen. 72, hast du gerade gesagt, oder? 72% nur noch nach der letzten, die noch bei 77,7 lag. Die bislang schlechteste Wahlbeteiligung, niedrigste Wahlbeteiligung bei Bundestagswahlen. Bettina. Ja, danke, Christian.